herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Super Mario Party. Der letzte Part war mehr oder weniger nur Betrug in reinsten Maßen. Mal schauen, was Daisy jetzt machen wird. Daisy hat nur 27 Münzen, ich werde sie rausnehmen. Oh. Aber muss ich gar nicht, das ist gut. Ja, Daisy wird jetzt von dem großen Tetenfest namens der Gewaltiger rausgeholt. Und boom, von unten kommt er. Die wird in die Ecke transportiert. Da hat jemand das Gleit geguckt, Alter. Okay, jetzt muss ich gar nicht den Münzensturm an sie anwenden. Ich hätte jetzt Münzen geklaut, bevor sie zum Ding kommt. Alles klar, die würfelt eine 8. Hättest du nicht gedacht, dass sie würfelt eine 8? Weißt du was? Ich glaube, Rosalina muss ich rausnehmen. Oh je. Aus dem Spiel. Sie ist gefährlich, wenn du den Scheiß machst. So, mal schauen, was Mario jetzt hier machen wird. Aber Mario. Junge, was ist denn mit deinem Aber Mario? Oh mein Gott! Legendär! Ich hab 6. Also ich hab dieses Spiel heute so pest. Das ist der reinste Betrug! So, also erstmal. Wer kommt mir da gefährlich nah? Das ist die Rosalina, also Items. Rosalina, gib mir Items, gib mir Munzen. Kleines Miesstück. Minus 9. Ist gut, reicht aber nicht. Komm, mein Würfel. Bring mich zum Sieg. Verdammt! Ich bin fast so reich. Oh, cool. Nein, nochmal. So schön, das Bild gerade gar nicht, bin fast dead, war. Ja, natürlich. Als ob du was. Junge, da kannst du direkt auf den Stern teleportieren. Das ist doch Betrug. Okay, ich werde euch einmanschen. Ich und Rosalina, die Bitch. Das ist doch einfach nur Betrug. Schlauschüttel. Oh Gott, was ist das denn? Was heißt das? Was wollen wir machen? Aufgabe. Gut fühlen, Kistergatter. Nicht stärker die Vibration, desto mehr Eiseln. Mir fällt, desto mehr Eiseln. Was musst du mit den Kisten machen? Ich glaube, du musst mehr Eicheln. Du musst die meisten Eicheln sammeln. Ui, ich sammle gerne Eiseln. Die euch, weil da was gut drin ist. Haha, zackerdick. Ich kann sie gerne bei uns abstellen. Nee, da ist viel drin. Okay, los geht's. Jetzt verstehe ich das Prinzip vom Spiel. Diese kleinen Arbeiter. Kleine Sklavenarbeiter, die armen Dinger. Oh ja, hier ist mal viel drin. Alter. Oh mein Gott. Ich stelle uns einfach mal alles voll. Ich leuchte es, damit ihr es nicht mehr nehmen könnt. Ich habe keine Ahnung, ob bei mir viel drin ist oder nicht. Eine einzige. Das war's nicht. Das war es nicht. Ich komme mit, ist denn die? Daisy hat mich verraten, Alter. Wir hätten ja nur zwei mehr drin gehabt, dann hätten wir gewonnen. Also hier hackt's. Das Spiel ist der reinste Betrug. Es ist der reinste Betrug. Ich hab 102 Münzen. Was mach ich mit dem ganzen Geld? Was machst du mit dem? Alles klar. 102 Münzen hier. Am Start. Oh nein. Du hast nur noch 3 Runden. Was? In 3 Runden ist das schon vorbei. Ja? Lul, wie schnell geht das? Hä? Lol. Platz 3 gehört Rosalina. Dann muss man aber ganz schön hier ins. Mario ist auf dem 4. Aber da kommt noch das andere Bildblatt aufnehmen. Gut, gut. Oh oh. Was macht der jetzt?
Ich habe so ein Gefühl, dass Rosalina gewinnen wird. Ja, natürlich. Die, die er auseinander nimmt, die werden dann gewinnen. Alles klar. Glückszahlwürfel. Wie OP ist das denn? Das sollte keiner bekommen. Habe ich auch. Bin ja eins mit Spieleende. Ich muss das Part-Timing ein bisschen besser machen. Jetzt der Part ging 15 Minuten zu lang. Ich glaube, ich krieg definitiv so den Münzenstern. Ich glaube, es fehlt etwas Salz in der Suppe. Ah ja. Was auch sonst. Yeah, was macht die denn jetzt? Ja, die macht die Pestfelder so Ultra-Pestfelder. Das wissen wir schon. Oje Kamek hat die Pestfelder noch schlimmer gemacht. Ja, Riesenpestfeld. Nicht Ultra, sondern Riesenpestfeld. Nichts so Gutes. So, sind die Mädels erstmal dran, wenn das ein dringendes war. Auf das Pechfeld. Stirb einen grausamen Tod. Du bist nett. Ja, und sie ist dumm. Sie hat den perfekten Zahlwürfel. Was tut sie? Klar, bei uns hat noch keiner irgendwie so einen Partner gedünst. Was soll, ob das Ding missholt? Ich hoffe nicht. Wir werden es jetzt sehen. Ja. Natürlich wurde es missholen. Das. Junge! Wie dumm ist das? Entweder missholt oder es bin ich wieder nicht im Size Hexenkreis. Du kommst da nie wieder raus. Wo ist hier Schick. Wieder? Jetzt nimmst du das rechte rote. Mach. Okay. Ich vertraue dir jetzt, ne? Ja. Komm. Stimmt, setz mal was Rundes. Hat noch was Viereckiges? Mal sehen, was jetzt passiert. Hallo, ich bin Nakito, du hast es bisher geschafft. Das ist eine tolle Leistung. Das Glück ist, werde einem Gegner eins... Stern. Du, das geht nicht, mir fehlen einfach fucking 4 Münzen. Nein, ich will donaten. Wo kann ich donaten? Was ist das denn? Junge, das ist... Oh komm, leck mich doch am Zuckerle hier. Klau mir keine Münzen. So, du hast am meisten... Ich schwör's dir, wenn du mir Münzen klaust... Du wolltest mir donaten und du hast am meisten. Du schläfst halt nach ungeschützt. Komm, wir machen den Kram. Oh nein, meine ganzen Münzen wurden mir aus dem Arsch gezogen. Oh mein Gott. Junge, jetzt hättest du schon genügend Münzen für das Spiel ist doch Betrug hier! Mach das Ganze nochmal! Ob fucking 2 Münzen! Du weißt jetzt, wo er drin ist. Er ist jetzt in der grünen. Jetzt haben wir es 41. Stimmt. Nochmal eine Runde und. Also, da kommt jetzt eher dran als vom Stern. Hier erstmal mit Items. Eieiei. Hat er die Zahlen 1 bis 6 oder hat er nur 6er Zahlen? Das sind nur 6er Zahlen, oder? Ja. Ne, das ist mal eine 9. Mein Scherz. Hä? Das ist eine 6. Ja. Ah ne, du kannst aussuchen, diese Zahl. Du kannst aussuchen, ob du nur eine 6 willst. Oder irgendeine andere. Ich hab irgendwie Bock auf eine 6 heute. Weiß nicht warum. Keiner weiß es. Eck. Bist du nicht krass, aber ist da vorbeigelaufen? Nee, der ist direkt vor mir. Oh je. Der, also, und Rosalina wird ihn nicht erreichen. Aber ich werde ihn erreichen. Und ich werde jetzt alle in den Boden stampfen. Klotzkanoniere. Oh Gott. Oh Gott. Ach so, ja, cool. Soll ich erstmal wieder gucken? Wie OP! Könnt ihr das? You suck. Ja komm, fang mal direkt an, das kennen wir schon. Ich kann das Ding, ganze Ding downbringen mit ein paar Schüssen. Krass, okay. Fang mal an. Ja, ich muss mich nur an die große Kanone gewöhnen. Ja, sonst hast du immer nur kleine Kanone. So, los geht's. So, du kleiner pesky Teammate. So, wir müssen das halt gut anstellen hier alles. Hat es nicht so inkompetente Kollegen, wird das auch gehen mit dem gut anstellen. Ja, was ich tue. Ja. Du wirst halt so hart gewinnen hier. You suck.
Das kann so hart OP sein. Der fragt mich erst, wie inkompetent der Computer vorhin war. Ja, du musst einfach nur die Vitalstellen treffen, sozusagen, wo alles zusammenkracht. Kann man mit der großen Kanone einfach wegpusten. Du hast mir einen Ansatz von Logik drin in deiner Argumentation. Interessant. Deswegen, ich dachte schon, wir hatten vorhin die großen Kanonen, deswegen habe ich versucht, die zu treffen, bis ich bemerkt habe, ah, scheiße, das geht nicht, die sind zu schwach. Aber diesmal wurde ich beglückt. Von der Kanone. So. Oh shit. Wetten die Pressure zusammen, wenn ich drüber laufe? Nee, wenn du drüber läufst. Die pennt und der gewisst. So, David ist teilweise lebensmüde. Nein, wenn die jetzt eine 8 Oh Gott, ich dachte gerade schon. Wenn die eine 8 gewürfelt hätte. Dann wäre die solche Link-Lesern. So. Mal sehen, ob ich jetzt nochmal einen lockeren. Ich weiß, ich hätte irgendwie den Turbopilz genommen, ne? Aber oh mein Gott, ich glaube, ich komme aber nochmal drum, ne? Ich hätte den Turbopilz genommen. Das ist ein Argument. Du inkompetentes Stück Scheiß. Aber keine Sorge, du kannst den Stern klauen, aber bitte nicht mehr, ich schwör's. Ich lerne nichts dazu. Ich werde dich vernichten. Es hat jetzt eine Runde den Stern klauen. Haben wir noch eine Runde danach? Du wirst mich vernichten. Ja. Cool. Aber das Spielbrett ist lustig. Wir lernen zu spielen. Nimm, 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 10 Münzen. Ich bin reich. Nimm 20 und gib mir 2, Bitch. Ja, die ich nicht bis das ist. Traurig. Ich hab 100 Münzen. Ich würde sie zu meiner Bitch machen. Bin ich aber tot, ganz so neidisch. Ist mir egal. Ich bezahle Leute, um ihn zu verwickeln. Ein armer Unfall für den armen Tod. Das werden bei 1538 wissen. Kommt die zu dir rüber? Ja, tut sie. Was? Die kommt zu mir! Ja, komm her. Möge David beglückt werden. Oh mein Gott, Digga! Oder auch nicht! Er sitzt auf dem roten Feld. Nein! Nein! Nee, oder? Nee. Du hast doch den Turbopilz. Aber ich komme da doch nicht gerade rum. Doch. Okay. Ich wäre beinahe aus der Tür gerannt. Turbopilz. Und hätte Betrug, Turbopilz aber gibt plus 5. Mit bisschen Glück bekomme ich es hin. Digga, das war so geil. Stell dir vor, ich komme aus dem Nakito. Gabel mir da einen für 30. Stern von Daisy. Für 2. Geh nochmal rum und ich gabel mir den nächsten. Und dann müsstest du jetzt gewinnen. Soll ich dich gewinnen lassen? Ja. Eher nicht, ne? Was? Um was geht's denn? Guck mal, wir bauen Eiskulpturen. Ja, was sollen wir denn bauen? Ja, keine Ahnung. Achso, wir müssen irgendwas Höheres uns stehen lassen. Ohne dass es auseinanderfällt. Der war so krass. Alle bereit? Let's go. Here we go! Okidoki! Wir werden einfach alles andere noch mit so eindingsen. Wir sind halt so richtig scheiße in dieser Scheiße hier gerade. Mit so hart zusammenpressen. Mir darum geht's nicht. Um was geht das? Wenn du es drehst, werden sie sich bewegen, ne? Wieso dann kommst du nicht so viel höher. Wieso kommt. Aber eigentlich ist hier nichts mehr raus bei mir. Welches ist höher? Ich glaube, deins ist erst höher. Ja, ist er. Nein! Hier will da hin. Meine Bettwäsche hängt doch draußen. Ja, zum Kühlen und unbesiegen. Verdammt, hätte ich gewinnen lassen sollen. Das ist ja nett. Und es hat vorhin geregnet. Aber dann wäre ich der Minispielmeister. Okay, ich habe nur 2 Münzen plus gemacht. Und habe nicht genügend Münzen, um einen Plan durchzuziehen. Oh, weil mir eine Münze fehlt. Ruhig, großer Boy.
Eine Münze fehlt mir. Easy kommt rüber und klaut dir alles. Das konnte sie halt erst theoretisch. Ah, ne. Vergiss es. Na, vielleicht hat sie es wirklich selbst. Ah, doch, es geht auch davon. Ja, aber die kommt da raus. Die würfelt ganz normal, aber vielleicht kommt sie dann das Spiel kaputt, weil sie. Ja, wieder ein bisschen nach hinten. Das hört man nicht genug. Nach. Das bringt halt nichts in der letzten Runde, so als Items. Ja, die hat alles voller Items. So, was nehmen wir denn jetzt? Das sehen wir mal. Turbopilz. Königs Turbopilz. Oder goldener Pilz. Ja, meine ich ja. Wurf plus 5, Wurf plus 3. Machen wir das, ne? Ja, Wurf plus 5 natürlich. Das war, dass man das Items auf einmal nutzen kann. Oder geht das? Ne, geht nicht, schade. Aber ich glaube. Hast du einen besonderen Würfel? Ja, mach den Mario-Würfel, mach den Mario-Würfel. Der ist besser, oder? Ja. Nee, ist er das? Ja. Ja, stimmt. So, mal schauen, ob das Glück auf meiner Seite ist. Ich glaube nicht. Oh doch, ja! Sogar. Boom! Dammit, wie weit komme ich denn? Ja! Ja! Dann. Aber mir fehlt eine Münze dafür, ne? Um beides zu grabben, glaube ich. Kacke. Ah, du willst auch einen Stern haben. Und, ja, stimmt. Und ich beim Geschenk komme ich da so vorbei. Wenn du Glück hast. Nein, beim Geschenk kommst du da so vorbei. Okay, wo war er vorhin? Rechten. Ja, aber. Das hier? Nein, das linke. Aber eckig war doch die Stange. Nee, mach, er hat ja immer gewechselt. Sicher? Ja. Ich vertraue dir jetzt. Ja, ich. Andererseits, wenn nicht, habe ich es immer noch genügend. Ja, danke. Willst du Daisy einen klauen und damit definitiv gewinnen oder noch außen rumlatschen? Digga. Ich schwör's dir. Scheiße. Ich hab dir geholfen, das wäre ein Unding, wenn du das getan hättest. Hahaha. Schreit. Stern geht an David. Kann er mir nicht noch eine Münze donaten zusätzlich? Das wäre sehr nett, dann könnte ich mir nämlich einen zweiten Stern holen. Wäre gute Sache, wenn er das machen würde. Aber das geht leider nicht. Halb, zweiter Platz. Mir fehlt halt wieder eine Münze, ne? Eine Münze. Münze, dann hättest du mich besiegt noch. Eine Münze. Das ist dann aber Bitch. Eine Münze. Eine Münze. Oh Gott. Eine Münze. Oder ist jetzt ein Sonderangebot? Dann, Jo, jetzt verlierst du drei. Na gut, was soll's. Na gut. Eines dann habe ich ja. Das ist gut. Wenn die eine Münze noch gehabt hättest, hättest du mich noch besiegt, Alter. Ja. Jetzt aber gar nicht nett. Aber es wäre so oder so sonst nicht aufgegangen. Ich geh nochmal einen ganz normalen Würfel. Schade, du wirst nicht vom Tintenfisch geholt. Er hat einen Visier. I can't run my sight. Oh, noch. Oh. Ich weiß, es ist ein Rest. Oh mein Gott. Auf die Glocke geben. Damit kannst du ausweichen. Oh, das Bier. Okay, es hit. Okay, es hit. Ihr werdet gewinnen. Werden wir sehen, du bist jetzt besser. Ist ja gut. Bisschen, bleibst du hier was stehen in der Mitte, oder? Oder? Das wäre halt ein bisschen dumm. Fuck! Ich komme hier nicht mal raus, Alter. Komm! Das ist so übelst heiß, dass man nirgendwo rauskommt. Bullshit! Easy going. Ich hab mich überhaupt nicht getroffen. Ja. In der Vorrunde gemörsert. Haben doch nicht alle gewonnen, das ist traurig. Also Gordon ist beendet, damit ist halt die Ergebnis verkündet. Ich glaube, du wirst gewinnen. Andererseits gibt es noch so extra Sterne irgendwie. Sonntaggang für die Inselabenteuer. Damit ist für mich die Arbeit erledigt. Okay. Wer hat nun gewonnen? Jetzt frisst keine Chips, die Aufnahme ist in 2 Minuten zu Ende. Also dann, geh mal durch, welches ein Bonus sein könnte. Es gibt einen Stern,
begrenzt einen Stern für jeden Bonus. Hier ist der erste Bonus, der vergeben wird. Ja, Münzenbonus, ja, das ist doch eh du. Das hat der Spieler, der die meisten Münzen gesammelt hat. Ja. Überraschung, dieser Bonus geht an. I'm a rich boy. Ja. Kleines Ding aufs andersrum. Ja. Ereignisbonus, der geht an. An Rosalina. Ja, oder so, keine Ahnung. Leider bestimmt nicht an Miss. Oder geht's da. Ja, natürlich. Ja, da bin ich jetzt einfach letzter dann, wenn die beide noch so einen Stern in den Arsch gesehen bekommen. Ah, okay. Ja, natürlich, so unverdient. Hätte ich mal einen Stern bekommen, dann wären wir beide Erster geworden. Und so gewinnt der kleine Gumpa und ich werde Vierter. Ich sag's euch, eine reine Betrugssache ist das. Das ist eine reinste Betrugsgesicht. Ich hätte noch den einen die eine Münze gönnen sollen. Macht nix. Das nächste Mal. Kamex, vertragter Turm. Ich hab's in Marios fast gelesen. Ich hab's ja so auch gelesen. Ne? Ja, moin. Das werden wir uns im nächsten Part anschauen, liebe Leute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Und ciao. Ist das dein Ernst? War das gerade dein Ernst? Ich hab gesagt, und.